Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann sehe ich den Himmel schon ganz schön grau und es wird nicht mehr lange dauern, dann kommen die ersten Schneeflocken runter. Die in den höheren Lagen soll schon der erste Schnee gefallen sein. Und da heißt es dann, das Wachs rausholen und die Skier polieren. Und die ersten von euch, die fahren wahrscheinlich auch bald schon in den Skiurlaub, besonders beliebt über Weihnachten oder Silvester. Und wir haben uns dann mal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich, wenn es dort zu einem Unfall kommt und man sich verletzt? Wie ist da eigentlich die Rechtslage? Nun, die Gerichte mussten sich natürlich schon ziemlich häufig damit auseinandersetzen, wenn ein Italiener und ein Deutscher zusammengestoßen sind. Und die Grundregeln fürs Skifahren, die finden sich in einer Liste, die der internationale Skiverband FIS herausgegeben hat. Es gibt 10 Grundregeln und zwei von diesen Grundregeln, nämlich Nummer 3 und 4, das sind die wichtigsten. Die will ich euch mal erklären. Regel Nummer 3 sagt, dass der von hinten kommende Skifahrer oder Snowboarder seine Fahrspur so wählen muss, dass er vor ihm fahrende Skifahrer oder Snowboarder nicht gefährdet. Also wer von hinten kommt und der muss also aufpassen, dass er nicht jemand anderen rumbrettert, sonst ist der, der von hinten kommt, schuld. Regel Nummer 3. Und Regel Nummer 4 sagt, dass zwar von allen Seiten auch von oben oder unten überholt werden darf, doch immer mit einem weiten Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt. Und das bedeutet, dass derjenige, der vorfährt, sich nicht einmal umgucken muss, wenn er nach rechts plötzlich abbiegt, sondern dass der Überholer aufpassen muss und schauen muss, was er macht. Und wenn es dann zu seinem Zusammenstoß kommt, dann gilt die Vermutung, dass der Überholer nicht aufgepasst hat und der Überholer müsste dann im Zweifel nachweisen, dass er sich hier rechtmäßig verhalten hat. Also für alle schnellfahrenden Skifahrer ist hier echt Achtung geboten. Ihr seid fast immer schuldig. Das wird zunächst mal vermutet, dass ihr eben nicht genügend Abstand gehalten habt. Und lässt sich das letztlich gar nicht klären, dann gibt es auch eine Teilschuld, dann möglicherweise 50-50, wenn eben nachher unklar bleibt, wer hat sich hier falsch verhalten. Also da die Regeln der FIS unbedingt beachten, die gelten fast wie ein Gesetz. Es ist nämlich so, dass die Gerichte als Auslegung der Verkehrspflichtsverletzung dann eben diese FIS-Regeln heranziehen. Das heißt, vor dem nächsten Skiurlaub, die Regeln sind auch im Internet zu finden, einfach diese Regeln mal durchlesen. Das kann tatsächlich ganz sinnvoll sein. Abschließend sei vielleicht die Frage noch geklärt, was ist denn, wenn ein Deutscher einen Italiener verletzt oder ein Deutscher von einem Italiener zum Beispiel in Österreich verletzt worden ist? Dann gilt, dass derjenige, der verletzt worden ist, denjenigen, von dem er etwas will, an dessen Ort verklagen muss. Das heißt, wenn mich ein Italiener umgefahren hat, müsste ich dann im Zweifel eben auch in Italien klagen, um mir dort das Geld von den Betroffenen zu holen. Also das vielleicht auch nicht ganz simpel, wenn es dort zu Unfällen im Urlaub gekommen ist. Ja, vielleicht hat euch das Video gefallen, dann abonniert unseren Kanal und das soll ein bisschen mal zur Aufklärung abseits des IT- und Internetrechts beigetragen haben. Aber wir haben gesehen, auch diese allgemeinen Rechtsfragen kommen ja bei euch ganz gut an. Falls das der Fall ist, dann Daumen hoch. Wenn es nicht so gut war, Daumen runter. Gebt uns eure Meinung in den Kommentaren. Wir richten uns danach und versuchen die Videos auch daran in Zukunft so ein bisschen mehr auszurichten. Andere Themen, die wir haben, seht ihr hier am Rand. Einstweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.